Wie kann ich so dumm gewesen sein, dann noch eine einspurige Straße zu bauen? Weißt? Aber aus Fehlern lernt man. Und zwar, da kam dann das dabei raus. Ja, weiß nicht, ob ich da so hundertprozentig zufrieden bin. Weil... warum fährt er auf die linke Spur? Warum tut er das? Warum, Alter? Oh Gott, Fragen über Fragen. Wie taktet denn die 11? Ich gucke mal kurz an. Die taktet in 2 Stunden. Oh. Machen wir mal so. Also. So, Buslinie 11 ist dann 13 von 12. Okay. Buslinie 11 ist hier, ja gut. Produziert mir keinen Stau. Ich schwör's euch. Weil, was ich auch nicht verstehe, warum kriegt der Typ, wo hier rausfährt, Vorfahrt? Warum? Hier verstehe ich es ja wegen rechts vor links, aber warum kriegt der von links Vorfahrt? Guck hier, der Rechte muss doch eigentlich Vorfahrt gewähren. Ja klar, jetzt muss der den noch rauslassen, obwohl er eigentlich rechts vor links ist, aber die kacken da einfach drauf, ja. Ich sage einfach so, geht uns am Arsch vorbei. So, 10, 10, alle rammelvoll. Ich hole 40 von 20. Und hier kommt einfach kein Zehner an. Es kommt einfach gerade kein Zehner an. Es ist... Da ist gerade einer angekommen. Ja, wow. Boah, ich glaube, ich mache es auch noch getrennt, dass die Zufahrt zu dem Busdepot auch nochmal eine Extrastraße ist. Nochmal abgetrennt von dem eigentlichen Haltestellens rundum System. Ich glaube, so mache ich das. Jawohl, jetzt ist einer wieder reingefahren. Fetten Respekt 2. Der dritte kommt aber nicht mehr rein. Ne, also das mit der Straße überqueren, das werde ich ganz sicher nicht so lassen. Das schwöre ich euch. Schwöre ich euch aber so derbe. Warum klingelt die Kirche jetzt im Welt? Egal. Es ist 5 nach 6 und ich verstehe nicht, warum die Glocke läutet. Das ist die Kirche. Ist das ein Zehner? Nee. Natürlich nicht. Ist das ein Zehner? Ne, ist ein Einser. Das hier ist ein Zehner. Guck, weil die beide, die blockieren sich gegenseitig. Was ich aber auch noch nicht verstehe, warum halten die Busse... Ja, okay, jetzt verstehe ich, weil hier kein Platz ist. Aber wieso blockieren die sich
wenn da gar nichts kommt, weil dann halten die da genauso an, weißt? Wie ich das Spiel programmiert, ist das so eine Steuerung, dass wenn der nächste Streckenweg besetzt ist, dass die dann den Streckenweg davor anhalten oder was? Weil eigentlich fährt man eigentlich Achse an Achse, ja? So wie man es lernt. Rechts vor links! Guck da, er hat einfach angehalten, obwohl da einfach nichts kam. Oh, ich werde es einfach nicht verstehen. Ich werde es nicht verstehen. So, komm, mit 2 und wollen mit 1 fahren, schätze ich mal. Voll. Fast voll. Boah, die Ampel. Taktung. Ich habe ja was im Mund. 4% brauche ich, glaube ich, steigere mich. So. Guck mal da mal ein bisschen zu. Was die Busse hier so treiben. Ja, 10 voll. Was ist das? 7 auch fast voll. 4, naja, kann man mal lassen. Ich muss nur noch so große Busse einsetzen, das ist auch klar. Ich darf auf jeden Fall keine kleine mehr einsetzen. Ich glaube mittlere habe ich klar gar nicht mehr, oder? Ich habe nur ganz kleine, dann die Ziehharmonikas und die Doppelstock. Mehr habe ich ja nicht. Es würde ja noch den hier geben. Aber den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Außer es ist der. Nee, doch. Ach so, das ist der. Okay, dann habe ich den ganz kleinen nicht. Ja, wow, ich stoppe. Ernsthaft. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Alter. Unglaublich. Ich wollte gerade schon sagen, guckt euch an. Alle voll. Voll. Alter. So, ein Bus. Wieso fährst du denn nicht gleich hinterher? Warum nicht? Warum, da kommt ein Bus durch, oder was? Boah, ein Bus. Fahr doch durch. Ja, guck, die warten bis... Alter. Rechts vor links. Rechts vor links! Ja, komm, fahr raus. Doch nicht! Ja, natürlich, jetzt drängelt er sich da rein.